Der Let's Dance Profitänzer Zoll Zandor Checke zeigt sich auf Instagram jetzt privat wie nie. Die diesjährige Let's Dance Staffel läuft auf Hochtouren. Diese Woche steht schon Show 8 der beliebten Tanzshow auf dem Sendeplan von RTL. Leider ist Zuschauerliebling Zoll Zandor Checke mit seiner Tanzpartnerin Lina Larissa Strahl schon in Show 4 der 17. Let's Dance Staffel herausgeflogen. Als das Motto Italo Night auf dem Programm stand, lieferten die beiden einen durchaus soliden Cha-Cha-Cha ab und landeten punktetechnisch im Mittelfeld. Das Zuschauervoting katapultierte Zolt und Lina allerdings unerwartet ins Let's Dance aus. Doch zum Glück können wir die beiden weiterhin auf ihren Instagram-Accounts verfolgen. Gestern forderte Zolt seine Fans zu einer Fragerunde auf. Ihn interessiert, was für Inhalte seine Community zukünftig gerne mehr von ihm sehen würde. Let's Dance Stars Zoll Zandor Checke und Alexandru Ionel denken über gemeinsamen Podcast nach. Eine Idee, die Zolls Community natürlich sofort kam, ist ein Podcast, gerne mit seinem BFF der Sendung. Kein Wunder, Zolt ist ein echter Sympathieträger, auch Alexandru Ionel gilt als echter Spaßvogel. Seine Reaktion, hast du Lust? Und der Verlinkung von Alexandru Ionel lässt darauf schließen, dass Zolt Lust auf ein Podcast-Projekt hätte. Nach Christian Polans und Christina Henny könnte uns also bald das nächste Podcast-Format aus dem Let's Dance-Kosmos erwarten. Sein Kumpel und Let's Dance-Kollege Alexandru regiert in seiner Story auf Zolts Vorschlag. Yes, Brudi, Zolt Checke und ich in einem Podcast? Ihr werdet aber Bauchkrämpfe bekommen. Wir sind gespannt, ob die beiden wirklich bald einen gemeinsamen Podcast starten. Let's Dance, wie ist Zolt Checke privat? Neben dem Wunsch nach einem Podcast von Zolt Checke äußerte die Community auch den Wunsch, zu sehen, wie der Profitänzer privat ist. Auf diese Bitte hin postet er ein Foto von sich mit ungestylten Haaren in einem Tanzsaal. Klar, auch privat ist Zolt meist dort anzutreffen, wo getanzt wird. Auf dem Bild ist er allerdings nicht alleine, neben ihm sitzt ein süßer schwarzer Labrador. Dabei dürfte es sich um seinen Hund handeln. Privat ist Zolt Checke also nicht nur leidenschaftlicher Tänzer, sondern auch Hundeliebhaber. Als nächstes gibt es ein Kinderfoto des Tänzers, das zeigt, wie der kleine Zolt Zandor Checke aussah.